Ich muss auch sagen, dass ich bei der Einladung über Berlins Kulturszene im Jahr 2050 zu sprechen, sofort meine eigene Sozialisation mit Science-Fiction denken musste. Ich liebte als Kind im anderen Jahrhundert die Vorstellung von silbrigen Autobahnen und Ganzkörperanzügen, die ich heute alle schrecklich finde, wahrscheinlich, vor allem die silbrigen Autobahnen. Und deswegen würde ich auch gerne weniger in die Richtung Science Fiction denken, sondern mit einer überzeichneten Gegenwartsanalyse anfangen und hoffe damit, das Thema etwas anders einzurahmen. Aber ich glaube, das baut sehr gut, also greift sehr gut auf was Lou eingeführt hat. Ich finde immer wieder in den Diskussionen mit anderen Parteien, dass viele Elemente unseres jetzigen Kulturverständnisses noch geprägt sind von Vorstellungen des fossilen Zeitalters. Und die Corona-Pandemie, die Corona-Krise hat das jetzt sehr, sehr stark sichtbar gemacht. Aber vieles wirkt noch fort in den Diskussionen. Da ist zum einen ein lineares Fortschrittsdenken, das in der Kulturarbeit bedeutet, dass Materialschlachten, Reise, zurückgelegte Meilen, Flugmeilen, größere Projekte, größere Festivals, mehr, mehr, mehr lange das Paradigma waren, das jetzt eben durch die verschiedenen Krisen, die jetzt in diesen Tagen zusammenkommen, hinterfragt werden. Und auch die Vorstellung, dass es eigentlich alles alternativlos sei, also dass es die Bewegung eigentlich nur in eine Richtung gehen kann. Ein weiteres Bild, ein weiteres Motiv, das die Kulturpolitik der letzten Jahre sehr stark geprägt hat und das sich auch für extrem veraltet findet, ist diese Idee der smarten Stadt, einer Stadt, die im Standortwettbewerb sich dadurch durchsetzt, dass sie die Vielfalt als Ressource, Kreativität als Ressource nutzt, um im Standortwettbewerb sich durchzusetzen. In dieser Vorstellung von Stadt ist Digitalität nichts anderes als Ökonomisierung, also die Verwertung von Daten. Kreativindustrie ist eigentlich ein weiterer gefährlicher Begriff aus diesem fossilen Zeitalter ist einzige Form der Begründung von Kulturproduktion und Förderung. Nationale Homogenität und Standardisierung sind so ein weiteres Problem. Der Nationalstaat als ein Container im Wettbewerb, der alles beim Bestehenden belässt. Und ein weiterer schwieriger Begriff ist dieses lebenslange Lernen, das oft noch dem Selbstverständnis von Kulturinstitutionen auftaucht, weil eben lebenslanges Lernen sehr stark gekoppelt ist an die Vorstellung, dass nur Marktfähigkeit wertvoll ist. Wenn wir 2050 eine lebenswerte Stadt haben wollen, dann müssen wir, und das muss ich den Grünen nicht sagen, ziemlich schnell in ein postfossiles Zeitalter eintreten. Und das bedeutet auch eine ganze Reihe von Kategorien neu zu denken. Also wir brauchen zum einen statt dieser linearen Denken einen offenen, komplexen Zeitbegriff. Lou hat das ja auch schon kurz angesprochen in ihrem schönen Text. Die Zukunftsfähigkeit hängt von Zukunftsentwürfen ab. Wenn wir uns jetzt nicht wieder für die Zukunftsfähigkeit des Planeten entscheiden, wird unsere Zukunft sehr dystopisch. Brauchen ein Verständnis von Interdependenzen auf dem Planeten, zwischen Funktionssphären, zwischen Lebensformen, zwischen Praktiken zwischen einer verorteter und einer globalen Dimension. Wir brauchen die Vorstellung einer resilienten, einer fürsorglichen Stadt. Eine Stadt, die kulturelle Teilhabe ermöglicht durch Schaffung von Zugängen, durch Adressierung von strukturellen Diskriminierungen, durch Einkommensgerechtigkeit. Und wir brauchen auch eine Vorstellung von Gemeinwesen, von gemeinsamen Gütern, von teilbarem Wissen, was ja auch ganz neue Aufgaben an die Kreativwirtschaft, an Gestalter, an digitale Akteure etc. stellt und
bedeutet, dass wir auf öffentliche Räume schützen müssen. In diesem Sinn sind ja auch Clubs eine Form von Räumen, in denen sich Körper und Begehren öffentlich begegnen können. Das vermisst man mehr heute, mehr denn je. Und zuletzt brauchen wir auch eine lernende Gesellschaft, also die neue Angebote entwickelt, damit sich Menschen gesellschaftlich einbringen können. Das ist das Gegenteil von lebenslangem Lernen, in meinen Augen, weil es darum geht, eben Menschen, wie das auch in Lou's Text anklang, im Verhältnis zur Arbeit auch anders zu denken. Das bedeutet, dass wir heute, wenn sich die Aufgabe stellt, Maßgaben oder Leitlinien für Kulturpolitik zu legen, eine Reihe von Notwendigkeiten ergeben in meinen Augen. Die Einsicht, dass das Ökosystem Kultur gestärkt werden muss in aller seiner ganzen Komplexität, dass neue Allianzen notwendig sind, die Koproduktion von Wissen, von sozialen Räumen, von geteilter Praxis, von neuen Hierarchien, also von Aufbrechen von Hierarchien natürlich geprägt sind. Wir brauchen resiliente Infrastrukturen und resiliente Praktiken. Das hat sich jetzt mit der Corona-Krise gezeigt, wird aber auch in Zukunft bedeuten, ich bin in 2 Sekunden fertig, dass wir nachdenken müssen. Wie gehen wir mit der Gebäudetechnik, mit vertikalen Gärten, mit Recycling etc. in Kulturinstitutionen um? Wir brauchen eine Förderung von Experimentation auf allen Ebenen, weil das sichtbar macht, dass Wandel möglich ist. Und wir brauchen auch ein Bewusstsein, dass Koproduktion nichts anderes bedeutet, dass die unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen gewertschätzt werden. Also multidirektionale Erinnerung statt kompetitive Erinnerung, Multiperspektiven statt Monoperspektiven. Ja, neue Allianzen in wenigen Worten. Vielen Dank.